Hallo und herzlich willkommen zu Battlefront 2. Jetzt geht's los mit, ja, Vollversion starten. Mal schauen, was da jetzt so kommt. Okay, da wären wir im Hauptmenü. Und wir werden die Kampagne jetzt spielen. Ja, das ist schwer noch für mich. So, na dann mal los. Ich bin schon gespannt. Ach, da unten läuft der Ladebalken. Captain, sie ist erstklassig. Enttäuschung, Infiltration, Exfiltration. Spezialeinheit. Aiden Versio. Inferno-Trupp. Commander Versio. Wo ist hier, was? Schauen Sie mich an. Wir zwei sollten reden. Deshalb bin ich hier. Sie haben den Aktivierungscode und ich kann Ihnen vielleicht helfen. Also her mit dem Code. Wir könnten jemanden wie Sie wirklich brauchen. Eine Hand wäscht die andere, es ist ganz einfach. Ich kriege am Ende sowieso, was ich will. Meine besten Techniker hacken gerade ihren Druiden, also... Mein Angebot steht. Ich will nur den Code. Es ist Zeit fürs Imperium. Gehen Sie nicht mit ihm unter. Sie haben recht. Die Zeit des Imperiums ist gekommen. VZ 626. Was haben wir hier?
Einen taktischen Droiden ID-10. Du bist viel moderner als der ID-9. Dich zu hacken wird nicht einfach. Ich rate eher zu weniger invasiven Schritten. Nur leider haben wir den Zugangscode des Droiden nicht. Ich rate Ihnen dazu, den Code zu beschaffen. Daran arbeitet der Captain im Zellentrakt. Bis dahin kommen wir nur an die Daten des Droiden, wenn wir seinen Speicherkern aus ihm rausholen. Laut Analyse wurde dieser ID-10 mit einem... Sir, der ID-10 wurde anscheinend ferngesteuert aktiviert. Droide, führe den Plan durch. Hol die Schiffspläne aus ihren Computern und komm dann zu mir. Ah, so kann ich hoch. Mit X ist hoch. Wieder runter. Und wo ist runter? Gut. Ja, gehen wir nach oben lang. Droide, Zugriff auf die Sicherheitssysteme. Finde die Pläne. Hätte ich meine Beine, dann... Nun, ich weiß nicht, was ich tun würde, aber dir würde es leid tun. Nicht anfassen. Komm über das Lüftungssystem zu mir. Was ist hier noch? Der Kleine muss noch überall reinstecken. Die Steuerung funktioniert wirklich einwandfrei. Vielleicht zu fliegen. Du machst dir so viel Sorgen. Wirklich? Weißt du, wie er uns umfährt? Das sieht so schön aus. Jemand wichtig? Hey, wie läuft's mit den Schlüsseln? Das Oberkommando erwartet Ergebnisse vor Ende. Ich geb's weiter. Ja, aber schnell, sehr sneaky. Ja, vielleicht doch nicht so sneaky. Nein! Okay, also rechts nicht aus, einfach bloß schnell durch und drücken und fertig. Blöde Rebellion! So, noch ein Versuch. Das war ja einfach besser. Genau, der neue Todesstern, der wird euch alle brutzeln. Blöde Rebellen.
Okay, wo muss ich jetzt hin? Du musst sie an einem der Terminals deaktivieren. Melde dich, wenn du fertig bist. Scan. Die Rebellen sind nämlich überall. Echt schlimm. Schocken? Jawoll! Schön. So. Ah, da oben. Und dann ab hin dann. Waffe? Scheiße. Oh, scheiße, Waffe. Hallo? Brauch eine Waffe. Ahnen die Rebellen, dass sie gefangen werden wollten? Nicht mal im Traum. Naja, das ist ja ziemlich unkonventionell. Die hätten ihr Schiff einfach sprengen sollen. So, wer war denn hier hinten drin? Damit das hier klappt, müssen wir subtil vorgehen. Ich verstehe, Kommandant. Mal so ein bisschen drin blübschen. Ja. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Endlich eine Waffe, um ein paar Rebellen abzuschlachten. Du musst was hacken. Sie wissen mittlerweile von dem Signal, das Allianzschiffe ins Galan-System leitet. Dadurch lenken wir die Aufmerksamkeit des Imperiums von Sanost ab. Wir sammeln die Flotte zur Vorbereitung unseres Angriffs auf Mektor. Die Rebellen glauben immer noch, wir haben keine Ahnung von der Sanost-Sache. Sie wissen nicht, was sie auf Endor erwartet. So muss es auch bleiben. Wenn die Rebellen die Nachricht Blaster. Bevor ich sie lösche, ist alles verloren. So. Boah, sieht das gut aus. Mit dem Dampf. Oh, wo sind die? So, ihr Rebellen, jetzt gibt's was auf die Nuss. Oh, hier, warte, was. Das ist geil.
Kann man den jetzt noch schießen? Nee. Das war eine Analyse. Okay, was ist das? Hack das Ding! Ah, Meilenstein. Okay. So, wo muss ich jetzt lang? Scheint nach unten. Nee, nicht nach unten. Ja, genau. Was ist denn da unten? Kästen mochte ich noch nie. Ah, da passiert aber nichts. Gut. Hier raus? Nein. Gut, dann schauen wir mal, wo es jetzt weitergeht. Einmal hacken, bitte. Genau, hack dich da rein. Oh, kann man den nicht abschießen? Na klar, direkt mit dem Ballert ringsrum und hier reagiert nicht. Agent Hask, ich bin bei der Kommunikationszentrale. Das Löschen der Nachricht wird einen Alarm auslösen. Bereit machen zur Exfiltration. Verstanden. Blöder Droide. Hier. Verschlüsselte Infos gefunden. So. So, wo lang geht's? Ah. Jawoll. Bin unterwegs. Die Korus auch. Hack das Ding. Boah, was hab ich denn für ein Aim? Noch was Interessantes. Oh. Scan läuft. Nicht kommen sehen. Oh, das
sieht so schön aus hier. Das macht richtig Spaß. So, da muss ich doch nein, schon wieder verkehrt laufen. Ich muss ja nach unten. Komm, ich nehme mich noch mit. Kumpel, oh. Du musst was hacken. Genau, mach dich mal nützlich. Die nennen wir alle Treffen. Scan. Aua. Oh, nein. Die Licht. Gut, dass Rebellen nicht schießen können. Das ist jetzt noch schlechter als ich. Von hinten? Nein. Kommt schon. Echt unfair. Das reicht mir doch schon. Oh nee, das reicht mir doch nicht. Oh, Tür ist offen. Warum sagt denn da keiner was? Und raus und weg. Jawohl. Bin in Position. Verstanden, Commander. Leite Exfiltration ein. 3. Entschuldigung.
Commander an Deck. Rühren. Mission erfolgreich, Commander. Und ohne Verluste. Sie sind also immer noch die Nummer 2. Oh, das eilt nicht. Ich kann warten. Agent Miko, die Sprungberechnungen waren perfekt. Danke, Ma'am. Ich hoffe, die Landung war erträglich. Hatte schon Schlimmeres. Weißt du noch den Jarvis-Angriff? Das verfolgt mich immer noch. Kontaktiert den Admiral. Ja, Commander. Und die Nachricht? Die Position der Flotte ist sicher. Heute stirbt die Rebellion. Holen Sie mir den Inferno-Trupp. Commander Versio, Meldung. Wir sehen ein Bergungsteam der Rebellen, kommen aber zu spät, um die Saboteure zu ergreifen. Wie ist der Status des Todessternschildgenerators? Schlimmer als erwartet. Keine Chance, sie wieder flott zu bekommen. Dann ist unsere Kampfstation angreifbar. Rebellen eliminieren und Rückkehr zu Corvus. Der Plan des Imperators muss klappen. Ja, Sir. Haas kommt mit. Und Miko, wir brauchen Deckung. Ein Ziel. Direkt voraus. Mir folgen. Verstanden.